komme zum nächsten Schlagwort im Bereich der Blockchain-Technologie, nämlich Smart Contracts. Eine besondere Ausprägung oder auch Einsatzmöglichkeit von Blockchains, um Prozesse zu automatisieren. Digital gewordene Verträge liest man häufig. Können Sie uns das nochmal ein bisschen genauer erläutern? Ja, ich habe ja vorhin schon mal das Beispiel gebracht in diesem Notizbuch. Und ich mache immer gerne ein Kryptowährungsbeispiel, weil es einfach einfacher nachvollziehbar ist. Jetzt haben wir vorhin gesagt, ich schreibe hier rein, ich übertrage Ihnen 10 Bitcoins. Jetzt sagen wir mal, wir machen das nicht so, ich übertrage Ihnen 10 Bitcoins, sondern ich leihe Ihnen 10 Bitcoins. Und was heißt jetzt, ich leihe? Ich leihe bedeutet, wenn wir beide das ausmachen, ich gebe Ihnen 10 Bitcoins und Sie zahlen mir die irgendwie zurück. Und jetzt könnten wir beide beispielsweise ausmachen, dass Sie hier reinschreiben, okay, ich übertrage Ihnen 10 Bitcoins. Wenn bei Ihnen Geldflüsse ankommen, dann geht davon automatisch ein Prozentsatz wieder zurück an mich, bis Ihre Schuld abbezahlt ist, inklusive Zins. Schade, aber. Ja. Und das schreiben wir hier einfach in dieses Buch rein. Was hat das jetzt für eine Auswirkung? Erstmal haben Sie, nachdem das hier drin steht, alle anderen sehen, Sie haben jetzt 10 Bitcoins zur Verfügung. Das bedeutet, Sie können jetzt davon beispielsweise irgendwas bezahlen. Sie können draußen Pizza kaufen oder was auch immer. Können Sie jetzt davon bezahlen, weil jeder sieht, Sie haben jetzt diese 10 Bitcoins. Wenn dann später auf den weiteren Seiten hier irgendwann eine Transaktion bei Ihnen ankommt, kann jeder nachvollziehen, da war ja dieser Vertrag, da kamen jetzt zwar 5 Bitcoins bei Ihnen an, aber 0,5 davon, ein gewisser Prozentsatz, ging ja weiter an mich. Das heißt, ist wieder klar. So, das heißt, dadurch, dass wir das hier einmal dokumentiert haben in diesem Vertrag, dass wir das hier einmal reingeschrieben haben, ist für jeden in dem Netzwerk nachvollziehbar, wer von uns beiden zu welchem Zeitpunkt wie viel von diesen Bitcoins hat. Und im Grunde genommen, jetzt habe ich da ein sehr einfaches Beispiel gemacht, im Grunde genommen können Sie, und so sind diese Lösungen gestaltet, da quasi jede beliebige Logik drin hinterlegen. Also Sie können da quasi alles, was man mit dem Computer rechnen kann, könnten Sie in dieses Buch reinschreiben. Und darüber können Sie natürlich sehr viel abbilden. Das Ganze war für uns auch so ein bisschen die Motivation am Anfang, als nur Bitcoin einfach als Kryptowährung kam, okay, das ist irgendwie mal ein Versuch, aber wird es wirtschaftlich so viel verändern? Aber die ganzen Beispiele, was ich Ihnen jetzt vorhin genannt habe, wie man versucht, dass Unternehmen sich stärker koordinieren, die brauchen normalerweise solche Smart Contracts, die dann eben Dinge steuern. Aber diese Smart Contracts sind letztendlich nur die digitalisierte, automatisierte Umsetzung von Verträgen. Ja, also das ist in der Tat, also das ist wichtig auch im Umgang mit Juristen. Smart Contracts sind keine Verträge im rechtlichen Sinne, aber wie wir jetzt gerade an dem Beispiel schon gesehen haben, wenn wir beide eigentlich den Vertrag schließen, ich leihe Ihnen Geld und ich bekomme es zu gewissen Konditionen zurück, dann ist das, was wir hier reinschreiben, dann einfach eine Automatisierung, dass das auch wirklich so abläuft. Und zwar vielleicht auch noch das als Anmerkung. Und zwar im Grunde genommen, solange irgendjemand dieses Buch nutzt, solange hier hinten weiter Seiten angehängt werden, wird entsprechend das Ganze automatisiert ausgeführt. Das klingt ja sehr schön und sehr bequem. Gibt es dabei auch Risiken? Risiken gibt es dann, wenn wir beispielsweise einen Fehler machen würden in diesem Vertrag. Und auch das gab es schon in der Vergangenheit. Da haben halt Leute hier Verträge reingeschrieben in dieses Buch, deutlich komplexere Verträge, in dieses Buch, wo sie Programmierfehler gemacht haben. Und das weiß jeder, der im IT-Bereich tätig ist, weiß wahrscheinlich auch jeder zu Hause, wenn mal das Betriebssystem abstürzt oder sowas, dass das nicht der Normalfall ist, sondern dass das halt auch ein Programmierfehler sein kann. Und sowas passiert natürlich hier auch. Das heißt, diese Smart Contracts wirklich fehlerfrei zu schreiben, ist extrem schwierig, ist eine große Herausforderung. Und dort gibt es schon auch Ansätze, dass man versucht, beispielsweise Smart Contracts nicht von Grund auf immer neu zu entwickeln, sondern vielleicht zertifizierte Bausteine zu haben. Also Bausteine, die dann auch beispielsweise also explizit geprüft sind, deren Funktionalität vielleicht sogar bewiesen ist. Also manchen Algorithmen kann man sogar mathematische Beweise führen, dass die funktionieren und dass man dann sagt, vielleicht können wir quasi dort Bibliotheken zur Verfügung stellen, auch für Unternehmen, die solche Smart Contracts, komplexere Smart Contracts entwickeln wollen, die das dann aufbauen auf Bestandteilen, wo man sich sicher sein kann, dass die funktionieren.
Jetzt haben wir hier ein Beispiel aus dem Finanzwesen, eine Kreditvergabe als Beispiel für Smart Contracts gehabt. Gibt es denn noch weitere Prozesse oder Abläufe, Geschäftsmodelle, wofür sich Smart Contracts sehr gut eignen würden? Also sagen wir mal so, es gibt bei jeder Logik, die Sie in diesem Buch abbilden wollen, brauchen Sie in irgendeiner Form oder an irgendeiner Stelle diese Automatisierung. Ein Thema, das wir selber prototypisiert haben und gerade am Umsetzen sind, das kommt jetzt aus dem Mobilitätsbereich beispielsweise, da geht es um das Thema Platooning. Platooning ist vielleicht ein Begriff. Beim Platooning geht es erstmal darum, dass ein Teilbereich des autonomen Fahrens, die Idee, mehrere LKWs fahren in engem Abstand hintereinander über die Autobahn, in engem Abstand über sogenannte elektronische Deichsel. Das heißt, wirklich einen Meter oder sowas fahren sie im Windschatten. Und wenn der vordere bremst, bremst der hintere automatisch mit. Hört sich ein bisschen nach Science Fiction an, wird aktuell schon verprobt auf der A9. Teststrecke autonomes Fahren. Wenn man Glück hat, bin ich neulich mal vorbeigefahren. Ich sage jetzt die Markennamen nicht, aber bin ich neulich mal vorbeigefahren. Dort war ein LKW-Platoon unterwegs. Und die sparen dabei Sprit? Die sparen Sprit und vielleicht sogar in Zukunft könnte das sein, dass der folgende LKW, dass der das Ganze dann auch als Ruhezeiten nutzen kann und dergleichen, weil der Fahrer muss ja nichts machen. Der kann vielleicht ein paar Sekunden dann haben, bis er eingreifen muss. Und von dem her hat das einige Vorteile oder bietet das einiges Potenzial. So, folgendes Problem. Wenn diese zwei LKWs von einer Spedition sind, dann macht einer die Führungsarbeit und der hintere profitiert und die eine Spedition profitiert hintereinander. Das ist die Frage, wie häufig man auf den Autobahnen zwei LKWs oder mehr LKWs und sogar noch von einer Spedition sieht. Und jetzt ist quasi eine Idee, dass man sagt, naja, was wäre, wenn das beliebige LKWs sind? Und gedanklich, der hier fährt auf und er sagt, ich möchte platoonen. Der signalisiert das, der vorne sagt auch, ich will platoonen. Dann kommt autonomes Fahren. Blockchain ist nicht autonomes Fahren. Autonomes Fahren kommt ins Spiel. Aber dann wird für jeden Kilometer, der hier abläuft und die zusammen im Platoon sind, für jeden Kilometer wird ein kleiner Geldbetrag übertragen, von hinten nach vorne. Und so kann man plötzlich einen Anreiz setzen, dass die LKWs das machen. Auch übergreifend über verschiedene Speditionen hinweg. Und da ist eben Automatisierung drin auch, dass es entsprechend abläuft, dass sie sich auch quasi sicher sein können. Ich bin jetzt im Platoon und dergleichen. Und da brauchen sie automatisierte Abläufe und die kann man über solche Smart Contracts hinterlegen. Im Grunde genommen schließen die einen Smart Contract, auch wenn wir wissen, dass es kein Vertrag ist in dem Moment, schließen die einen Smart Contract darüber, dass sie im Platoon sind und dann wird Geld übertragen. Das, haben Sie gesagt, ist jetzt im Versuchsstadium. Gibt es denn Smart Contracts schon im real existierenden Anwendungszusammenhang? Also sagen wir mal so, es ist immer so ein bisschen die Frage, was ist real existierender Anwendungszusammenhang? Also es gibt natürlich auch in diversen Unternehmenskonsortien schon Lösungen, die in teilproduktivem Einsatz sind. Es gibt auch Lösungen jetzt im öffentlichen Bereich, also gibt auch ein Projekt beispielsweise beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, wo die Blockchain-Technologie im Einsatz ist, um behördenübergreifende Prozesse zu koordinieren und auch da braucht man Smart Contracts. Und das ist jetzt, das geht jetzt gerade in den Pilotbetrieb zwischen dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und dem Ankerzentrum in Dresden und soll in Zukunft dann auch auf weitere Einrichtungen im deutschen Behördenwesen dann erweitert werden. Und jetzt hört man ja auch häufig, dass Smart Contracts trotzdem noch rechtliche Regulierung brauchen. Da schreien viele danach. Ist das so? Braucht man das? Braucht es neue Gesetze? Ich glaube, das ist ein gewisser, Spagat. Ich denke, die Herausforderung wird sein in Deutschland, dass man eine Regulierung gestaltet, die Sicherheit bietet, weil das ist in der Tat ein Problem, das man heute hat, dass viele Unternehmen auch zögerlich sind, in die Technologie zu investieren, weil sie sagen, oh je, da sind ja noch Rechtsunsicherheiten, machen wir mal lieber nicht. Und dass man auf der anderen Seite aber sehr vorsichtig ist, dass man es nicht kaputt reguliert. Will heißen, ich würde mir eine Gesetzgebung wünschen, die innovationsfreundlich ist, also die in Deutschland, ich habe vorhin die Bedeutung für den Mittelstand auch erwähnt, die in Deutschland die Innovation in dem Bereich fördert. Weil insgesamt ist es für uns von Vorteil, die Technologie, und sind wir auch in Deutschland stark,
ist es von uns der Vorteil, die Technologie, weil wir eben gerade im IT-Bereich nicht diese großen Konzerne, diese großen Plattformanbieter, Monopolisten haben. Und weil wir vielleicht mit der Technologie das schaffen könnten, dass wir in manchen Bereichen unsere Kraft, die wir im Mittelstand haben, bündeln und dass sich daraus auch große Plattformen bilden. Aber nicht große Plattformen, die dann von einer Firmenzentrale durchregiert werden, sondern große Plattformen, die eher auf Kooperation basieren. Deswegen finde ich die Technologie sehr, sehr wichtig und würde mir hoffen, dass wir auch die Regulierung gestalten, sodass sie das entsprechend fördert. Und wie weit kann das dann gehen? Ist dann die nächste Evolutionsstufe, sind das dann Organisationen, die nur aus Blockchains bestehen? Entsprechende Experimente hat es ja schon gegeben. Wie kann das funktionieren? Oder kann das funktionieren? Also vom Grundsatz her, also diese dezentralen, autonomen Organisationen sind auch aus einer wirtschaftswissenschaftlichen Sicht ganz witzig, weil im Grunde genommen sagen sie, naja, wenn ich also so ein Buch zur Verfügung habe, was ist denn eine Organisation mehr als eine Liste an Abläufen? Und wenn ich also so ein Buch zur Verfügung habe, dann kann ich ja hier drin beliebig Verträge, kann ich jeglichen Ablauf, den es in einer Firma gibt, inklusive Zahlungsverkehr, hier drin abbilden. Und dann gibt es ganz lustige Ideen, also beispielsweise Versicherungsprodukte komplett in so ein Buch reinzuschreiben. Will heißen, also es gibt einen Anbieter, der sagt, oder sogar mehrere Anbieter, die sagen, sie können eine Flugversicherung abschließen auf der Blockchain. Sie zahlen hier einen kleinen Geldbetrag ein und wenn ein Flug verspätet ist, dann bekommen sie daraus eine Versicherungsprämie. Oder wenn Sie Bauer sind, insbesondere in der dritten Welt interessant, dann können Sie eine Ernteausfallversicherung abschließen. Dann zahlen Sie hier einen kleinen Betrag ein und dann wird vollautomatisch eine Zahlung an Sie ausgelöst, wenn an einer bestimmten GPS-Koordinate das Wetter aus einem bestimmten Bereich rausgeht, also bei Niederschlagsmengen zu viel, zu wenig sind, dann würden Sie eine Zahlung bekommen. Und das Interessante ist, natürlich sind es jetzt irgendwie Startups oder auch größere Unternehmen, die diese Smart Contracts jetzt hier mal hinterlegt haben. Aber das Interessante ist, selbst wenn dieses Startup pleite geht, der Vertrag steht hier drin. Das Ding läuft in sich selbst. Das heißt, so wie wir jetzt heute Luft zum Atmen haben, haben wir jetzt auch Ernteausfallversicherungen einfach verfügbar hier drin. Und zwar einfach nur deswegen, weil diese Logiken hier abgebildet sind. Welche Bedeutung das langfristig entwickeln wird, das ist eine spannende Frage. Also es gibt auch Leute, die glauben, dass in Zukunft autonom fahrende Autos selbst organisierte, dezentrale, autonome Organisationen sind. Also sprich, dass aus dem Werk dann ein Auto rausläuft und das bezahlt dann die Schuld beim Hersteller ab, so gedanklich, für die eigene Produktion und erwirtschaftet sich selbst dann Geld oder sowas. Oder der Platooning-LKW. Ja, also und die, so, ob das wirklich so weit geht oder ob wir nicht auch langfristig sagen, naja, irgendwo werden in solchen Bereichen immer noch Menschen eine Rolle spielen, da bin ich jetzt nicht ganz so Science-Fiction-gläubig, aber es ist interessant, dass es dieses Element in Zukunft am Markt geben wird und dass wir wirklich auch Funktionalitäten, die wirtschaftlich handeln, frei zur Verfügung haben werden. Das klingt auf jeden Fall spannend. Professor Fritgen, wenn Sie eine Prognose abgeben müssen, wie stark werden Ihrer Ansicht nach Blockchains in 10 Jahren verbreitet sein? Ich glaube, in 10 Jahren werden Blockchains in vielen Bereichen allgegenwärtig sein, ohne dass irgendjemand was davon merkt. Weil es eine Technologie ist, die sich eher im Hintergrund abspielen wird. Ein Beispiel, ich habe vorhin ja gesagt, das Thema neutrale Plattform, also dass Konkurrenten miteinander interagieren können. Es gibt beispielsweise Überlegungen, dass man im Mobilitätssektor, dass unterschiedliche Akteure im Mobilitätssektor gemeinsam agieren könnten, so dass Sie und ich Punkt zu Punkt eine Buchung machen können. Also beispielsweise jetzt hier vom Büro zu mir nach Hause.
ich eine Buchung machen kann und daran sind beteiligt verschiedene Verkehrsmittel von verschiedenen Anbietern, aber ich habe nur ein Ticket und kann damit dann draußen ins Taxi steigen, kann dann in den Zug steigen, kann oder ins Flugzeug oder was auch immer. Aber ich habe ein Ticket, mit dem ich das alles machen kann, das ich einmal bezahlt habe. Wird irgendjemand merken, wenn das wirklich so kommt, wird irgendjemand merken in 10 Jahren, wenn sich jemand denkt, oh, das ist jetzt Blockchain. Nein, die Leute werden sich denken, oh, das ist ja praktisch, jetzt kann ich so ein Ticket buchen. Aber im Hintergrund brauchen sie die Technologie, weil nur die Technologie dafür sorgt, dass diese ganzen Unternehmen, die ja sogar konkurrieren untereinander, dass die eine neutrale Plattform haben, auf der sie zusammenarbeiten können. Okay, und damit es dazu kommt, wer muss da was tun? Bei wem besteht Handlungsbedarf? Einerseits aus der Wirtschaft natürlich jetzt in dem Bereich. Also das sind diverse Herausforderungen. Also beispielsweise müssen die Unternehmen erstmal den Mut auch haben, dass sie sagen, ich arbeite hier mit meinem Konkurrenten zusammen. Auch aber aus der Politik, weil meistens so ein Anstoß für sowas dann natürlich vielleicht tendenziell eher aus der Politik kommt, im Sinne von, setzt euch mal zusammen und schaut, dass ihr damit einen Mehrwert, also auch wenn ihr untereinander konkurriert, dass ihr dadurch einen Mehrwert für den Endnutzer schafft. Was bestimmt auch noch spannend sein wird, ist dann quasi der Spagat in der Zusammenarbeit, dass man dann auch schafft, dass man Verständnis dafür bekommt, dass das nicht kartellrechtlich problematisch ist, sondern dass es ja gerade ganz im Gegenteil ja zum Vorteil des Endkunden ist, wenn man die Zusammenarbeit in einem eingeschränkten und klar definierten Umfang ermöglicht. Und ich glaube, da braucht es so starke Interaktion, eben auf der einen Seite zwischen Politik, auf der anderen Seite zwischen Wirtschaft und auf der dritten Seite dann durchaus auch natürlich aus der ganzen Blockchain-Community, zu der ich jetzt durchaus dann auch mal die forschenden Einrichtungen mitzählen würde, also die dann wirklich sagen, okay, wir schauen jetzt, dass wir auch die Lösungen soweit entwickeln und auch diese Governance-Strukturen, also die Frage, was ist denn ein faires Zusammenarbeitsmodell, das dann zum Vorteil der Teilnehmer ist und nicht quasi eine Kartellbildung. Das braucht natürlich einiges auch in Entwicklung und da müssen im Grunde genommen diese verschiedenen Parteien zusammenarbeiten. Und was die Forschung und Entwicklung angeht, da sind Sie ja selbst mit in der Pflicht als Forscher sozusagen, als Teil der Blockchain-Community. Und Sie arbeiten ja auch im Fraunhofer Blockchain-Labor. Wie kann man sich das vorstellen? Was machen Sie dort? Betreiben Sie dort hunderte Blockchains? Schürfen Sie Bitcoins? Was passiert da? Also Bitcoins schürfen aus dem Strom, den die öffentliche Hand bezahlt, dürfen wir nicht. Das lohnt sich auch nicht. Also das ist auch, da müsste man Rechenzentren betreiben oder sonst was, daran haben wir kein Interesse. Nein, wir bieten Unternehmen, die sich die Frage stellen, was bedeutet die Technologie für uns? Bieten wir jetzt im ersten Schritt beispielsweise mal Workshops an, wo wir die aufschlauen. Also wo wir einfach sagen, da kommen wir mal einen Tag, 2 Tage vorbei. Nicht jetzt frontal vortragsmäßig, sondern durchaus kreativ. Lasst uns mal Ideen entwickeln. Was kann man mit der Technologie bei euch in eurer Branche entsprechend anfangen? Das Zweite, was wir machen, ist, dass wir dann durchaus auch Prototypisierung beispielsweise unterstützen. Also dass wir mit den Unternehmen zusammen dann auch Lösungen entwickeln, wo man einfach mal ausprobiert, was kann die Technologie. Und das Dritte ist, dass wir dann auch wirklich Umsetzungsprojekte begleiten. Natürlich braucht das Ganze auch ein bisschen Vorlauf. Also in der Tat haben wir bei uns im Labor, aber wir machen das nicht dann mit großen Rechnern, sondern wir haben dann hier so kleine Minicomputer, wo wir dann auch einfach mal Modelle bauen. Also wir haben dann für diesen Fall Platooning, was ich vorhin erwähnt habe, dann auch einfach mal Modellautos gebaut, die sich dann einander auf einer Linie folgen und dann eben, sobald sie ins Platoon sind, jeder hat auf dem Rücken drauf so einen Kleinstcomputer und dann wirklich dann untereinander mal das Geld übertragen. Sowas probieren wir einfach mal aus. Und sprechen dann natürlich mit den Unternehmen darüber, ob und wie das Unternehmen das auch bei sich einsetzen könnte. Und wenn die Unternehmen zu Ihnen kommen, haben die erstmal nur so eine grundsätzliche Vorstellung, bei mir könnte man irgendwas mit Blockchain machen, oder haben die schon sehr konkrete Vorstellungen, in welchem Stadium kommen die bei Ihnen an? Also das ist grundsätzlich mal sehr unterschiedlich. Das hat sich natürlich auch über die Zeit entwickelt. Ganz am Anfang, da hatten wir wirklich so dieses klassische, der Chef liest was über Blockchain in der Zeitung und irgendein armer Mitarbeiter wird verdonnert und der ruft dann bei uns an und dann machen wir so einen Workshop aus. Mittlerweile ist es so, dass die Unternehmen schon zum Teil schon verstanden haben, was die Technologie für sie bedeutet und dann auch Fragen haben wie,
es gibt ja jetzt nicht nur eine Blockchain, sondern es gibt ja verschiedene Lösungen. Was ist jetzt für mich das Richtige? Wie sind die in der Performance für bestimmte Anwendungsfälle beispielsweise? Also wie viele Transaktionen pro Sekunde kann ich damit umsetzen? Ist das überhaupt realistisch? Welchen, Sie gerade gefragt haben ja auch vorhin, mit welchen Datenmengen muss ich dann rechnen? Also gerade beispielsweise, wenn man auch so in den Bereich IoT denkt, also Internet der Dinge, wenn ich dann auch kleine Geräte habe, die dann Blockchain nutzen sollen, dann kann ich da ja keine riesigen Festplatten einbauen, auf denen dann gigabyteweise irgendwelche Transaktionsdaten von woanders liegen. Und da muss man natürlich dann genau rausfinden, wie kann sowas funktionieren, aber dann eben auch bis hin zu, wir als Unternehmensgruppe oder als Unternehmenskonsortium haben eine Idee für eine Lösung. Könnt ihr Blockchain, Fraunhofer Blockchain Labor, da irgendwie uns auch dabei unterstützen, wie wir da einen Modus finden, dass das für alle fair bleibt? Was natürlich dann auch viel so mit Anreizstrukturen, Spieltheorie kommt da mit rein, zu tun hat. Also wie sieht dann gedanklich das Vertragssetting zwischen diesen verschiedenen Parteien aus? Warum ist das Ganze kompliziert? Weil auf der einen Seite, wenn man sagen würde, naja, jedes Unternehmen eine Stimme, dann wären da ein paar Großkonzerne drin und dann wären dann 500 Startups drin. Dann würden die Großkonzerne sagen, naja, ob da Lösungen rauskommen, die für uns wirklich gut sind, wissen wir nicht. Wenn man sagt, man macht es nach Größe, dann würde das erste Startup sagen, komm, da machen wir nicht mit, weil da die Entscheidungen treffen eigentlich nur die Konzerne. So, und da muss man dann beispielsweise versuchen, Mittelwege zu finden, wie man dann eine entsprechende Governance-Struktur gestaltet, sodass das für alle interessant ist, daran teilzunehmen. Ja, das ist echt spannend. Jetzt haben Sie schon auch schon mal ganz kurz angedeutet, das Verständnis, was kann man mit Blockchain erreichen, ist letztendlich auch eine Bildungsfrage. Ja, also sind wir in Deutschland da eigentlich ausreichend aufgestellt, was grundsätzlich digitale Bildung und im Speziellen auch die Blockchain-Technologie-Bildung angeht? Braucht es ein Unterrichtsfach Blockchain? Also ein Unterrichtsfach Blockchain braucht es ganz bestimmt nicht. Aber das, was man, glaube ich, beachten muss, ist, wir sind, glaube ich, in Deutschland, wir diskutieren viel zu sehr in Deutschland nach wie vor, ob wir jetzt Kindern im Schulunterricht irgendwelche iPads oder Laptops oder sowas hinlegen. Das Interessante ist, Programmierung kann man, oder anders wie ein Computer funktioniert, das kann man auch lernen, da braucht man gar keinen Computer dafür zu haben. Natürlich ist es nicht schlecht, manchmal auch ein Experiment am Computer machen zu können, aber so würde ich es eher sehen. Und deswegen, wir diskutieren viel zu viel über irgendwelche Hardware-Ausstattung von Schulen, die ich ohne Zweifel wichtig finde, aber wir müssen einfach mal loslegen, Kindern fundiert beizubringen, was Digitalisierung bedeutet. Und zwar in jeglicher Dimension, auch Medienkompetenz, also im Sinne von, welche Bilder sollte ich von mir irgendwo hin hochladen, die sich mich vielleicht dann irgendwann in 20, 30 Jahren, wenn ich Politiker werden möchte, dann mal einholen oder dergleichen. Die Analogie, die ich dabei gerne ziehe, ist, in der Schule lernen wir natürlich Physik und Chemie, weil wir sagen, auch jeder, wenn er nicht später Physiker oder Chemiker wird, sollte wissen, wie die Welt grundsätzlich funktioniert. Aber wir bringen den Kindern viel zu wenig bei, wie die digitale Welt grundsätzlich funktioniert. Und das ist enorm wichtig, weil ein Grundverständnis an der Stelle früh zu entwickeln, das braucht man dann, um so eine Technologie wie Blockchain und ihre Stärken und auch ihre Schwächen und ihre Grenzen auch entsprechend einschätzen zu können. Natürlich, im Studium kann man dann sowas dann im Detail betrachten. Und da ist mir insbesondere wichtig, dass man solche Themen dann auch interdisziplinär betrachtet. In der Vergangenheit, ich denke, das ändert sich mittlerweile auch ein bisschen, also in vielen Studiengängen bekommen jetzt digitale Themen auch eine zusätzliche Plattform, bekommen einen Teil beispielsweise des Curriculums. In der Vergangenheit hat man immer gesagt, ja, also IT-Themen macht halt die Informatikfakultät so gedanklich. Aber gerade wenn ich jetzt ein Beispiel wie Blockchain habe, da erkennt man, wenn ich von Spieltheorie, Governance-Strukturen spreche, das sind Fragen, die lernt ein Betriebswirt. Da brauche ich eine interdisziplinäre Aufstellung im Bereich Wirtschaft und Informatik. Wenn ich eine Frage habe bezüglich Datenschutz, dann brauche ich einen Juristen dafür. Also brauche ich eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von Juristen, Informatikern. Und dazu brauche ich einfach Leute, die in beiden Bereichen zumindest
bin immer schon der Meinung, dass man auch in einem Bereich irgendwo gut sein sollte, aber man braucht auch immer diesen interdisziplinären Blick in die Digitalisierung mit dazu. Wunderbar. Ich glaube, das ist schon mal fast ein guter Abschluss unseres Interviews. Aber eine Frage habe ich noch ganz zum Schluss. Und zwar geht es darum, dass ja in Kürze die Bundesregierung ihre Blockchain-Strategie veröffentlicht. Sie kennen Teile davon bereits. Sie haben ja daran zum Teil auch mitgearbeitet. Aber wenn die jetzt rauskommt, was würden Sie sich wünschen? Was wäre der Kernsatz dieser Strategie, den Sie sich am meisten wünschen würden? Der Kernsatz wäre aus meiner Sicht, dass wir das drinstehen würde, ein klares Statement. Deutschland sollte in den nächsten Jahren im Bereich der Blockchain-Technologie führend sein. Das ist der perfekte Abschluss unseres Interviews. Ganz herzlichen Dank, Professor Friedkin. Ich danke Ihnen für das spannende und sehr aufschlussreiche Gespräch. Sehr gerne.